Wow, hier gibt es gleich zwei Vorkommen in Massen. Also Sonde hin damit. Können wir eigentlich mehr sammeln, wie wir haben? Das würde mich jetzt interessieren. Also wie wir Platz haben, das zeigt jetzt eigentlich an, dass schon voll ist. Dreh dich doch mal, Planet. Dreh dich. Mich würde interessieren, was ist, wenn wir hier nochmal Palladium sammeln. Ach, okay. 26.000 haben wir bis jetzt. Mal gucken, ob wir noch mehr finden. Hier zum Beispiel ist ein wenig. Sonde unterwegs. Steigt das Palladium jetzt noch an? Ja, auf 27.000. Okay, also können wir schon noch mehr finden statt wie 25.000. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Platin. Zack, 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 zack. Sehr schön. Das freut mich. Oh, hier haben wir auch wieder was Schönes. Palladium. Sonde gestartet. Zack. So, 28.000 Palladium. Und jetzt gehen uns bald die Sonden aus. Ah, die Vorkommen hier sind noch hoch, wie es mir scheint. Wow. Sonde unterwegs. Platin, wir kommen. Und neue Forschungen, wir kommen. Ja, immer zeilenweise vorgehen hier. Mensch, es ist hier... Moment. Ach nein. Verdammt, das habe ich hier gedrückt. Sowas Sinnloses aber auch. Ich wollte hier nur die Maus unten abwischen, weil sich da irgendwie ein Krümel festgesetzt hat. Was am Tisch gekratzt hat, geschabt hat. Ach, guck an, wir können also noch weiter sammeln. Das ist gut. Wir haben aber nur noch eine Sonde. Dann ist finito. Wir sollten uns vielleicht den Planeten merken. Haben wir irgendwo noch ein hohes Vorkommen vielleicht? Oh ja, hier war noch was. Ja, da, Platin. Sonde gestartet. Können wir gebrauchen. So, ja, und jetzt sind unsere Sonden. Alle. Finito, tschüss, ciao. Auf Wiedersehen. Wir sollten mal das Massenportal betätigen. Massenportalsprung. Wir müssen Jacob helfen. Oh, hier müssen wir viel. Hier müssen wir auf Ilium die Justikarien rekrutieren, den Attentäter rekrutieren, Miranda helfen in den Halbmondnebel. Wo wollen wir jetzt zuerst hin? Ene, mene, mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Ich bin Miranda, ich bin 30 Jahre alt. 1, 2, 3, 4, blablabla. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Keine Ahnung, ob jetzt Miranda 30 Jahre alt ist. Habe ich jetzt einfach mal so geschätzt. Oh, was haben wir hier denn für einen schönen Planeten? Der ist ja schön. Ach, da haben wir ein Treibstoffdepot. Das heißt, Sonden kaufen. Zack, voll aufgeladen, den Mist. Treibstoff haben wir komischerweise noch voll. Ach so. So, und hier können wir zwei Leute rekrutieren und Miranda helfen. Ja, da fliegen wir doch mal nach Ilium, würde ich sagen, wenn wir hier so viel machen können. Ilium ist eine klassische Gartenwelt. Ah, erschlossen als Umschlaghafen zwischen den Terminus-Systemen und den Asari-Republiken. Um diesen Handel zu ermöglichen, wurden die üblicherweise sehr strengen Gesetze des Ratssektors, was Produktsicherheit, verbotene Materialien und den Handel mit intelligenten Wesen angeht, gelockert. Offiziell ist Ilium keine Asari-Welt. Es wurde lediglich aufgrund von Geschäftsinteressen der Asari kolonisiert und wird heute von Asari betrieben. Rechtlich nimmt es damit die gleiche Stellung ein wie die Forschungsenklaven der Menschen auf Noveria. Ilium gehört zu den jüngsten Asari-Kolonien und entstand während der 7. Expansionswelle. Das erste auf dieser Welt geborene Kind erreicht gerade erst sein mittleres Alter. Die Welt ist heiß und sehr groß. Bodensiedlung ist nur in den höheren Zonen der Polargebiete möglich. In Äquatornähe wohnt die Bevölkerung in arkologischen Wolkenkratzern, um der Oberflächenhitze zu entgehen. Ach, guck einer an. Population 84 Millionen, das ist im Prinzip ganz groß. Hauptstadt ist Nos Astra. Ja.
Oberflächentemperatur 63 Grad, okay, ist mir alles klar. Ja, wieso ist der Planet jetzt hier so in der Grafik in der Mitte so, hat so einen Schnitt? Egal, wir landen mal drauf. Wir landen mal drauf und ich bin gespannt, wo wir jetzt die Ikarin oder was? Technokratin oder ich weiß es nicht mehr. Ist auch Wurst. Wo wir die finden. Die zwei Leute zum Rekrutieren. Und wir könnten Miranda eigentlich mitnehmen, wenn wir ihr schon helfen sollen. Nehmen wir Miranda mit und einen starken Mann. Das ist Grunt. Genau. So, hat Miranda eigentlich... Ach, die hat auch 4 Gruppenpunkte. Guck hier, da kann sie Cerberus Officer machen. Zack, und jetzt kann sie sich eine Beförderung auswählen. Anführerin oder Taktikerin. Die Anführerin gibt 20 Gesundheit, 25% Waffenschaden, Gesundheit der Gruppe plus 7% und Waffenschaden der Gruppe plus 15. Hier haben wir Gesundheit plus 20, Waffenschaden plus 25, Gesundheit der Gruppe plus 15 und Waffenschaden der Gruppe plus 7. Anführerin oder Taktikerin. Gesundheit ist natürlich gut. Mirandas taktische Führungsqualitäten lassen niemanden im Stich. Die Gruppe erhält einen erhöhten Gesundheitsbonus. Mirandas Koordination des Teams gewährt dem Waffenschaden der Gruppe einen erhöhten Bonus. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Ist auch nicht verkehrt. Wir haben ja schon so viel Gesundheit eigentlich. Ach, Gesundheit. Machen wir halt Gesundheit. Beim nächsten Mal dann Waffenschaden. Um auch die Waffen nicht zu vernachlässigen, nur deshalb. Was hat denn der hier noch? Betäubungsschuss. Ach, das müssen wir wohl lernen jetzt. Sonst können wir ja die Brandmunition nicht freischalten. So, okay. Und wir beenden mal und landen auf. Wie hieß der Planet? Il. Irgendwas mit Il. Ach, guck an, eine schöne große Stadt. Ja, das kann ein Durcheinander werden. Das mal keine Asaris sind. Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard. Das war klar. Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Warum kriege ich alles gratis? Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Ach. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Liara Tissoni, guck einer an, die ist auch hier. Ja, erzähl mir mal was über Nos Astra, die Hauptstadt... Was können Sie mir über Nos Astra erzählen? Es ist eine aufregende Stadt. Wegen unserer Nähe zu den Terminus-System sehen wir hier viele neue Kulturen und Waren. Gleichzeitig ist Ilium nach wie vor eine Asari-Welt. Sie sind hier genauso sicher wie auf der Citadel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit würde ich jedoch empfehlen, nichts zu unterschreiben. Wieso? Was ist so gefährlich an einer Unterschrift? Auf Ilium herrscht freier Handel, Commander. Die Anforderungen an Vertragsbedingungen sind hier lockerer als auf anderen Planeten. Wir müssen diesen kleinen Preis bezahlen, um beim Warenhandel mit dem Terminus-System die Nase vorn zu behalten. Okay, alles klar. Dann lass mal was über den Handel entfleuchen. Sie sprachen von Handel. Was wird auf Ilium gehandelt? Alles, was Sie sich vorstellen können, Commander. Ilium ist eine wunderbare Welt für die, die es sich leisten können. Um als Hafen für die Terminus-Systeme konkurrenzfähig zu bleiben, haben wir viele Standards der anderen Asari-Welten gelockert. Die meisten Drogen sind legal, solange sie korrekt beschriftet sind. Man kann hier fast jede Waffe oder Technologie kaufen. Es gibt sogar Zwangsarbeiter. Sklaverei, das ist ja widerlich. Ich kann nicht glauben, dass eine Asari-Welt Sklaverei zulässt. Wir vermeiden die Bezeichnung Sklaverei. Alle Zwangsarbeiter auf Ilium haben freiwillig einer bestimmten Dienstzeit zugestimmt. Die meisten entscheiden sich für Zwangsarbeit, um Schulden zu begleichen oder dem Gefängnis zu entgehen. Jede Vertragspartnerin ist für das Wohlergehen ihrer Arbeitskräfte verantwortlich
und deren Pflichten werden vorher einvernehmlich festgelegt. Ja, ich frage mich, warum es dann Zwangsarbeit heißt. Liara Cissoni. Sie sagten, Liara sei hier. Was macht sie? Liara ist eine von Nos Astras anerkanntesten Informationsmaklerinnen. Nos Astra ist ein Handelszentrum. Information ist eine wertvolle Währung und Liara macht damit ziemlich gute Geschäfte. Wie gesagt, Sie finden sie in der Nähe der Handelsebene. Sie freut sich schon auf Sie. Ja, das glaube ich auch. Gibt's Attraktionen, die man hier besichtigen kann oder was empfehlen Sie denn so? Haben Sie Empfehlungen dafür, was man auf Nos Astra so alles unternehmen kann? Unser Handelszentrum ist direkt geradeaus. In der Nähe gibt es auch Restaurants und verschiedene Geschäfte. Sie sollten sich auch unsere Kiosks ansehen. Auf Nos Astra finden Sie Sachen, die es sonst nirgendwo in der Galaxie gibt. Ja, mal gucken, ob wir Zeit da haben, einen Abstecher in einen Kiosk zu machen und Shepard wieder volllaufen zu lassen. So, aber wir suchen auch nach jemanden, nach zwei Dossiers. Ich habe eine Mission. Können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Bei Unterhaltungszentren und Geschäften kann ich behilflich sein, aber zu einzelnen Personen kann ich sie leider nicht bringen. Aber Liara ist bei so etwas sehr versiert. Sie kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Ja, das dachte ich mir auch gerade, nachdem du das gesagt hast. Also, wir gehen dann mal. Danke. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ja, ich bin gespannt, ob der... Laut Zollbericht hält sich eine Justikarin namens Samara in diesem Hafen auf, Shepard. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tassoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. Außerdem habe ich eine Nachricht für Miss Lawson. Lanteia hat ein Zimmer im Eternity reserviert und wird dort warten. Danke, Edie. Ja, danke, Edie. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ach ja, so, wenn es sowas mal in der Zukunft gibt, fliegende Autostraßen, sowas, ach. Kannst du es nicht schon früh geben? Das wäre bestimmt richtig cool. Gäb's keine Staus mehr. Naja, okay, wenn es nicht so viele... Ja, es gibt auch nur festgelegte Straßen. Aber wo parken die alle? Direkt am Fenster. Da kann man durchs Fenster in die Wohnung steigen. Das ist natürlich auch sehr, sehr vorteilhaft. So, Nos Astra Exchange. Welcome im Handelscenter wahrscheinlich. Angestellte aus und verlieren sie dann an die Konkurrenz. Oh. Ja, ja, labern Sie nicht. Miranda, guck dir mal diesen Ausblick an. Eins muss man den Asari lassen. Kulturell ist Ilium das reinste Wunder. Von ihrem Einfallsreichtum kann sich die Menschheit eine Scheibe abschneiden. Ja, das stimmt natürlich. Hier haben wir eine Asari. Warum will die reden? Nein, Sie verstehen nicht. Ich habe es in der Nähe des Transportterminals verloren. Man kann es nicht ersetzen. Ja, was? Es ist ein Geschenk von meinem Seelenverwandten. Ja, was denn? Verzeihung, aber ich telefoniere. Okay. Galaktische Nachrichten haben wir hier wieder. Hier haben wir wieder so einen kleinen... 25! Dummen Volos. 25 verkaufen! Nein, nein, Sie hören... Entschuldigung. Entschuldigung. Ja? Sie sind doch Commander Shepard. Ich habe Ihre... Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde sie überall erkennen. Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich sie sehe. Und von wem? Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben. Auf Noveria? Was war denn da? Liara Tassoni war es nicht. Da war es eine komische Reporterin, oder? Ach, hier die, wie hieß sie? Ich komme gleich drauf. Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall war das die Sekretärin von diesem komischen Salarianer, müsste das sein. Ich habe auf Noveria viele Leute kennengelernt. Könnten Sie ein wenig präziser sein? Ich glaube, die Nachricht selbst wird das deutlich genug machen. Shepard, wir sind versteckt. Wir graben. Wir bauen. Aber wir wissen... dass sie jene suchen, die die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Ach! Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der ihren verbinden. Und unser Crescendo wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen. Danke, Shepard. Die Rachni
werden wieder singen.